So, die Post war da, also DHL, und hat uns ein Paket gebracht. Ja, da soll eine Vase drin sein. Vase drin? Ja, so Vase. Ja, so Sache. Mal gucken. Donner Görkler hat es wohl aufgebaut und uns dazu geschickt. Ja, erzähl was von Das ist dieser das Vase. nächste Teil, was rumgeschickt wird, weil es so besonders toll aufzubauen geht. Also der Herrlein-Nachfolger. So eine Vase. Genau. So, dann wollen wir mal schauen. Ich Gut bin mal eingepackt. Gespannt. Ja, Zack sieht gut aus. Da ist das Mistvieh ungetüm. Jetzt ist das erst noch ein bisschen ausgepackt. Also sehr gut verpackt. Ja, wirklich gut gemacht. So. Berlin Tricks hat sie schon aufgebaut. Also Sascha, Soldier. Paul hat die Aktion gestartet, nachdem er die Vase von Pandoras Box bekommen hat. Und so Donner Görkler, von dem haben wir sie jetzt bekommen. Ja. Ja. Dann tu das doch. Ja, nee, ich tu's. Genau, weil. Sonst Viertelstunde lang weggefilmt, das wollen die Leute bestimmt nicht sehen. Genau. So, dann war da natürlich noch ein Päckchen dabei. Wir haben uns heute richtig verwöhnt. Augenblick, ich mach das Ding nur zu. Da. Ein kleines Set. Das scheppert wie Hund. Das wird die Vase in Einzelteilen sein. Hat uns ein Zuschauer mitgeschickt. Das ist von einem Zuschauer, meinst du? Ja. Ja. Ich bin mal gespannt. Der wird auch bestimmt zuschauen. Ich bin gespannt. Ein Brief. Das ist schon mal gut. Dann nehmen wir mal. Sagenhaft. 1000 Dank. Perfekt. Wunderbar. Genau das, was wir gesucht haben. Ja. So. Ja. Hallo ihr beiden. Ich war heute geschäftlich im Ruhrpott unterwegs. Da ich schneller mit meinen Terminen fertig wurde, als ich es gedacht habe, wollte ich noch im Megastore in Dortmund von BB vorbeischauen. Leider hatten sie nichts von dem, was ich gesucht habe, auf Lager. Beim Durchsuchen der Brickbar ist mir dann euer letztes Haul aufgefallen. Ich hoffe, dass die Teile im Paket euch auch die sind, die ihr braucht. Macht weiter so, Dirk. So, Amazon war da. Das sieht man hier an, ne? Und an den lustigen Paketband. Und, ui, da hat er seine Klemmbausteine bestellt. Ja, bitte mal was ganz Kleines. Hier haben wir was ganz Feines. Mal sehen, ob das schon jemand kennt. Das Ding hat bestimmt auch eine Rückseite. Ja. Ui, da ist ja viel drauf. Genau. Die Rückseite wird benutzt für Set. Tatsache, das ist perforiert. Cool. Da bin ich gespannt drauf, ganz neugierig. Ja. So, DHL war da. Wir vermuten, dass hier in dem Päckchen das Fehlende aus dem Bausteinset ist mit den... Ja, da ist es. Sehr gut. Sieht toll aus. Das hat uns gefehlt. Und die Sachen hier, die kann man verwenden, um daraus eine Szenerie zu machen. So.
eine haben wir ja schon gezeigt. Ja. Hallo Leute, hier haben wir was ganz Besonderes. Das hat uns jemand zugeschickt. Wir wüssten nicht, dass wir da was gekauft hätten oder was angefordert haben. Und wer hat es zugeschickt? Munich Bricks. Munich Bricks. Und dann gehen wir erstmal ans Telefon. Genau. So Leute, DHL war gerade da und hat uns ein Päckchen gebracht. Von? Munich Bricks. So, wir wüssten nicht, dass wir bei dem was bestellt, geordert hätten. Er hat uns einfach was zugeschickt. Wir sind jetzt beide, Clemmy und ich, neugierig ohne Ende, was da drin ist. Ja. Ich weiß schon, dass sie von Brickbear momentan sehr viele Sets im Angebot haben. Da habe ich auch mal gesagt, dass es gar nicht mal so schlecht ausschaut. Rabattgutschein, ein Rabattgutschein. Penny Bricks. Ja. Und ein Brief. Mal gucken. Das ist direkt an dich gerichtet. Ich gebe es dir mal so weiter. Na komm, komm raus, der wehrt sich. Cool. Ich lese einfach mal vor. Ich bin so frei und schick und sende dir einfach mal ein unangekündigtes Set und hoffe, es gefällt euch. Ein 3-in-1 Set. Cool. Ich sage jetzt schon, tausend Dank. Ja. Wir werden das aufbauen und für dich werbewirksam in Szene setzen. Genau. Nochmal danke. Dann bis zum nächsten. So, der Amazonenmensch war da. Ja. Ah ja. Ich weiß, was es ist. Ich weiß, was es ist. Ich auch. Ihr noch nicht, ihr noch nicht. Macht spannend. Ich denke mal schon, dass da einige begeistert sein, wenn sie es sehen. Jetzt schneide ich es in 1x1 cm großen Stücken ab. Kruku. Bin mal gespannt. Animatronische Figur. Mehr verraten wir erstmal nicht. Nee, aber die Rückseite kriegt er noch gezeigt. So. Wir werden das ausprobieren und dann werden wir es euch vorführen. Bis demnächst. So, die Post war natürlich wieder mal so schlau, also der von DHL. Der hat uns Pakete reingebracht, aber unsere normale Briefpost hat er in den Briefkasten geschmissen. Abends bei Geschäftsschluss habe ich dann den Briefkasten aufgemacht, weil es kann durchaus sein, dass man einen Kunde was abgibt. Hier habe ich es dann gefunden. Ja, das haben wir uns bestellt. Vielleicht zweimal. Ja, weil eins wollen wir aufbauen und eins kommt in unsere Sammlung. Ja. Werde im nächsten Haul dann sehen. Und das beim Aufbau. Genau. Könnte auch das sein. Mal schauen. Eins von beiden. Gut. Okay. Tschüss.